Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Arin und ich fahren diesmal eine Runde einkaufen, und zwar mit dem Fahrrad. Da, wo wir lang mussten, ist ein bisschen überschwemmt. Und wir haben gedacht, okay, damit wir keine Gummistiefel anziehen müssen, fahren wir mit dem Fahrrad. Können wir so durchs Wasser durch. Ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Er holt jetzt gerade die Fahrräder raus. Wir müssen nämlich wirklich eine Kleinigkeit wieder einkaufen, weil Adam sagt, schon wieder einkaufen. Ich so, okay, wir haben wieder keine Gurken, keine Paprika, wir brauchen Pilze. Also bei uns ist übers Wochenende sowieso irgendwie gefühlt, wahrscheinlich bei euch auch, alles weg, sodass wir jetzt tatsächlich wieder Gemüse brauchen. Und erst wollte ich heute was Leckeres zum Mittag machen. Ich habe ein Rezept gefunden. Bin sehr gespannt, ob das dann auch schmeckt. Das seht ihr aber später. So. Naja, jedenfalls machen wir uns jetzt soweit fertig. Das Wetter scheint sehr, sehr schön zu sein. Also es ist schon mal sehr hell draußen, die Sonne scheint, und ich weiß nicht, wie viel Grad das sind. Ich schaue einmal ganz kurz. Wir haben gerade hier Haushalt gemacht. Ich habe Wäsche eingeladen, Geschirrspüler läuft und 2 Grad. Die Fahrräder sind startklar. Mein Schnucki hat alles rausgeholt. Musste gepumpt werden, oder? Yep. Wir sind ein paar Monate nicht damit gefahren. Also heute ist das erste Mal wieder nach Monaten gefühlt, ne? Wir Ich gehen habe nur sie zu auch noch Fuß. geputzt und die Kette geölt Echt? und alle Schrauben Er nachgezogen lügt. Na und gut, neue wir. Mäntel aufgezogen. Ja, okay. Also wir düsen jetzt mal los. Nur Luft gepumpt. Aber das reicht auch, Das komm. reicht. Na gut. Du fährst auch im schwersten Gang, ne? Nee, ich weiß nicht. Und schon sind wir ein Stückchen gefahren, und so schlimm waren die Stellen eigentlich gar nicht. Aber zu Fuß hätten wir trotzdem nicht durchgehen können, da wo es überflutet ist. Also, die Sonne scheint und jetzt geht's für uns weiter. Na, wie ist es so, das erste Mal wieder Fahrrad zu fahren? Interviewsituation. Ja. Also, ich muss sagen, ich hätte mir das ganz anders vorgestellt, weil ja im Anschluss an den Winter es noch nicht so warm ist, Nee. wodurch man dann friert. Also habe ich mir gedacht, Handschuhe an, Mütze an und Thermoweste drunter und so. Aber ich muss sagen, es ist gar nicht so kalt. Im Gegenteil, die Sonne wärmt hier Wärmen wir gerade uns auch. schon richtig schön. Und ich denke, dass wir einen schönen Tag haben werden auf dem Fahrrad. Es ist auch windstill heute, deswegen wahrscheinlich. Na Habe ich gut. gute Interviewsituation. Ja, danke schön. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch, danke schön. Danke fürs Interview. Tschüss. Wir sind beim Einkaufen jetzt angekommen, und ich habe jetzt bei Teddy gerade gesehen, wir haben mit anderen darüber gesprochen, ich habe ja Tomatensamen. Und dafür bräuchte man solche Schächtelchen. Ich glaube, da zieht man die vor, also Anzuchttöpfe. Entweder solche, ich habe aber auch schon gehört, einige haben hier sowas zum Beispiel. Und, ups. Das sind so Plastikschachteln mit so einem Mini-Deckel drauf. Aber das ist alles Plastik. Was nimmt man denn jetzt? So, und schon sind wir bei Aldi. Ich brauche jetzt ein paar Gurken. Ja, nur 2 mit. Die kosten 1,39. Nehmen wir mal die letzte Bio-Paprika. Also einmal die. Und Pilze. Nehmen wir die weißen diesmal. Wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf. Leute, ich bin schon wieder voll bepackt. Also hinten, ja, haben wir alles hier reingeschmissen und fahren jetzt dann Richtung nach Hause, ne, würde ich sagen, oder? Jetzt fahren wir nach Hause. Ja. Oder wollen wir noch ein bisschen zum Bauern und ein bisschen zum Jäger? Ja, aber dafür muss ich Bargeld haben. Wir fahren nach Hause. Meine Freunde, es ist jetzt kurz vor 12, ne? Wir sind jetzt vor 10 Minuten ungefähr nach Hause gekommen. Mit dem Fahrrad ging es natürlich schneller als sonst. Wir sind einfach zu spät losgefahren. Ich habe den Einkauf schon mal rausgelegt. Ich fange jetzt hier einfach mal an. Bei Teddy habe ich ja diese Anzuchthäuschen mitgenommen, mit Deckeln und so weiter. 2 Stück dann zum Ausprobieren und einfach mal solche. Ich habe mir noch ein paar Tomaten bekommen, Tomatensamen von der Freundin von meiner Mama. Und die sagte, man kann das wunderbar in diesen Dingern hier einfach anzüchten. Und dann kann man das komplett so abschneiden oder rausnehmen und so mit diesem Ding hier einpflanzen. Das geht.
Brokkoli gab es, dann ein paar Tomaten, Paprika, Gurke, Pilze. Wir haben hier einen Joghurt. Dann habe ich Gouda und Cheddar mitgenommen. Als geriebenen fertigen Käse schon Ankerkraut, Sour Cream und Onion. Feta, Hackfleisch und Cremefallen. Genau, das ist dann unser Einkauf gewesen. Ich kam gerade aus dem Badezimmer raus und sagte, Mama, Papa, ist es normal, dass unser Wasser braun, gelb-braun ist, oder habe ich irgendwas mit den Augen? Und wir so, nee, normal ist es nicht, gerade eben Wasser war mehr. Ja, aber nur Kaltwasser, heiß nicht. Das ist echt braun, Schnucki. Heftig. Guck mal, Kloß ist auch braun. Stimmt. Das ist aber öfter mal braun. Nein, das stimmt nicht. Hä? Ich putze es doch immer. Aber da ist tatsächlich, also, wenn man gespült hat, auch braun. Hä? Was ist das hier? Das ist heftig. Übrigens, gerade eben ist hier was angekommen. Ich hatte bei Amazon was bestellt. Und zwar einmal solche Etiketten. Ich wollte die ganz gerne, also nicht gerade vielleicht diese anderen da mit Handtücher. Kann man aber auch benutzen, wenn man solche Fächer hat. Was ich cool fand, das sind diese Aufkleber. Und zwar mit verschiedensten Nüssen, Mehlsorten und so weiter. Sogar Bratöl, Olivenöl und so weiter. Aber gut, Bratöl und Olivenöl und sowas habe ich ja in den Originalflaschen. Aber hier ist zum Beispiel auch was. Und zwar mit Feinwaschmittel, mit Wollwaschmittel, mit Handwaschmittel, mit Waschnüsse, man kann alles beschriften, Entfärber und Taschenschätze. Also auf jeden Fall solche Aufkleber, wo man das besser organisieren kann. Und hier liegt eine Pfanne. Ich habe ja die Pfanne, die ich schon mal hatte, da die ja irgendwie scheinbar überhitzt war. Ich weiß gar nicht, ob Ash es gemacht hat oder ob ich weiß es gar nicht mehr. Und zwar eine kleinere, 24 cm Durchmesser hatte ich ja noch den Deckel. Pfanne habe ich ja entsorgt. Und ich habe jetzt aber die Pfanne nochmal nachbestellt. Eine andere, und zwar die. Warte mal. Hilfe! Einen Moment, bitte. So. Ich brauchte wirklich so eine kleinere Pfanne. Die fehlte mir einfach. Guck mal. So sieht die aus. Griff muss natürlich noch angeschraubt werden. Tada. Im Grunde habe ich die ja schon in groß und jetzt habe ich eine in kleiner, 24er. Ich glaube 28 habe ich. Mal mit so einem Deckel, mit so einem Griff angeschraubt und dann habe ich eine schöne kleine Pfanne. Okay, ich muss zur Arbeit jetzt langsam. Ich komme schon 1,5 Stunden zu spät. Ey. Ich hoffe, dass ich da nicht gekündigt werde. Ich glaube, der Chef schmeißt dich raus. Wer ist denn dein Chef? Schatten. Ja, das sag ich dir lieber nicht. Ich geh da mal, ne? Wieso stolper ich über diesen Teppich neuerdings? Also Adrian geht in seinen Job. Tatsächlich 1:30. Normalerweise bist du schon 1 fertig, ne? Und heute war das alles so verschoben. Wir sind später aufgestanden, später losgefahren. 1:30. In welcher Welt lebst du denn? Es ist 1:30. 1 habe ich Mittag. Und aber meistens hast du schon was geschnitten für mich. Geht das noch bis 2 weiter? Ja, aber normalerweise bist du schneller fertig. Aber wie gesagt, heute hat sich alles verzögert, weil wir vor allem halt unterwegs waren, auch mit dem Fahrrad. War es natürlich schneller als zu Fuß. Ach, warte mal, Fahrrad. Ich habe doch heute frei. Echt? War das nicht so? Guck mal, eigentlich hast du keinen frei. Du arbeitest auch sogar sonntags. Sonntag ist, aber sonst irgendwie gefühlt jeden Tag gleich. Guck mal, was unsere Gärabteilung hier so macht, ja. Wo die demnächst 9 Pizzen so vor sich her gären. Da muss man da Aufnahme machen hier. Da ist jetzt das erste Mal, ich habe mich aber gefragt bei meinen Brötchen, warum da keine so großen Löcher, Bläschen drin sind. Mhm. Und wenn man das in den Kühlschrank tut, mit weniger Hefe und einfach 48 Stunden gehen lässt, dann kommen erst die Blasen. Krass. Total gut. Mhm. Also, morgen gibt's Pizza. Oh Gott. Schnucki, wir hatten 2 Tage mal gerade keine Pizza. Ich habe mir extra noch wieder 4 solche Metallteller bestellt, damit wir immer Pizza im Tiefkühlfach haben. Mhm. Ne? Wenn sie im Gefrierfach sind, dann kann man jetzt die Teller nicht mehr benutzen. So, während Teilung. Ja. Anders als bei den gekauften. Ah, ja. Ich könnte auch einen Pappteller. Nee, wir wollen nachhaltig sein. Ne? Mhm. Einmal mit Edelstahl und dann kann man das sein Leben lang benutzen. Mhm. Sehr schön. Finde ich total gut. Krass. Also morgen gibt es Pizza. Und? Hast du schon gezeigt? Was dann? Nein, das habe ich noch nicht gezeigt. Das
wird ein Brötchen. Nachdem ich dreieckige Brötchen irgendwie nicht hinkriege, habe ich gedacht, das ist ja fast dreieckig. Hat doch irgendwie schon was Romantisches, ne? Ja. Das kriegst du denn. Ja. Wann ist das noch soweit? In 2 Wochen? Dauert ne? noch. Ne? Über 2 Wochen. Über 2 Wochen. 14. Ja, über 2 Wochen. Herzfrühstück. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Brauchen wir noch eine Form. Wir können doch nicht nur ein Brötchen backen, oder? Ich esse ja keine Brötchen. Ich esse ja kein... Doch, ich esse ja... Ja, du isst Brötchen. So, ich habe hier alles in Natron wieder mal eingeweicht. Das wird jetzt gleich nochmal heiß abgespült und in den Kühlschrank gelegt. Ich habe jetzt die Pfanne abgewaschen und der Deckel passt. Das ist perfekt. Super. Na gut, ihr Hübschen. Ja, da freue ich mich ja über diese Größe, ne? Weil die ist wirklich perfekt. Also nicht zu groß, nicht zu klein, einfach so ein Mittelding. Ich habe jetzt hier einen nächsten Basteltipp für euch, und zwar schon mal für Ostern. Überall gibt es ja schon mal Ostersachen zu kaufen. Ich hatte bei Teddy einmal so einen Osterhasen hier mitgenommen. Im Grunde kann man es auch so einfach irgendwo hinhängen. Man kann natürlich auch ein bisschen schmücken, sei es jetzt Trockenpflanzen, sei es jetzt ein paar Blümchen. Geht wunderbar, kann man alles festbinden und dranhängen. Sieht auch sehr schön aus. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das quasi als Rohling und binde Schleierkraut drumherum. Also ihr braucht Schleierkraut. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu viel sein wird. Mal schauen. Im Grunde wird es genauso wie ein Adventskranz gebunden. Man nimmt kleine Sträußchen und bindet einfach mal drumherum das Ganze. Und ich habe einen Basteldraht. Diesmal so ein bisschen dünner mitgenommen. Man muss nicht dieses fette, grüne, stabile nehmen. Das reicht auch völlig aus. Und das ist halt so ein bisschen dünner. Ist, glaube ich, auch ein bisschen unscheinbarer. Ja, ihr Lieben. Also, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los. Mit dem Häschen fertig, ihr Lieben. Also ich hoffe, man kann das so einigermaßen als Hasenform erkennen. Also ich finde es schon. Und so kann man den einfach irgendwo ranhängen. Man kann natürlich auch hier ein Schleifchen ranbinden. Das geht auch. Ich finde das wirklich wunderschön, oder? Was sagt ihr? Schnucki? Mein Schnucki macht gerade... Perfekt. Das wird total gut gemacht. Was machst du da eigentlich gerade? Piccolini. Er macht Piccolini. Ja, also... 2 Pakete von Schleierkraut von Rewe hat mir nicht gereicht. Zum Glück hatte ich noch draußen was stehen. Hab dann natürlich... ja, dadurch genug bekommen und ja, also ich finde den ganz hübsch. Ihr Lieben, ich habe das Häschen jetzt einfach mal draußen gehängt. Ich habe gedacht, das hält ein bisschen länger. Man kann doch den Hasen erkennen, ne? Zwischendurch habe ich gedacht, okay, kann man die Form überhaupt noch sehen? Aber ja, kann man sehen. Und genau, und jetzt habe ich diesen Eukalyptuskranz, guck mal, der ist immer noch schön eigentlich, ne? Den habe ich hier einfach auf den Tisch gestellt, sieht auch mal ganz nett aus. Mein Pizza-Bäckermeister ist hier wieder fleißig. Arjen, das ist zu groß. Das ist zu groß. Hat sich Mini-Piccolinis gemacht. Ich dachte, wir essen heute was anderes. Ach ja. Achso. Ist es zum Einfrieren? Ja. Ach so. Piccolinos. Das ist auch praktisch. Piccolinis. Aus der Tiefkühltruhe. Ja, das ist cool. Guck mal, diese Form hat Adam noch letztes Mal bei Ikea mitgenommen. Und waren eigentlich auch dafür gedacht. Einmal Teig ausstechen, einmal Käse ausstechen. Mit dem Rest Käse, der hier gerade gleich so übrig ist. Ich habe vorhin bei Teddy ein paar Häschen mitgenommen und zwar hatte ich damit einfach auch mal eine Idee. Ich hatte überlegt, zu Ostern, wenn man irgendwie so einen Besuch hat oder so, bräuchte man wieder mal so Serviettenhalter. Ne? Zuerst habe ich überlegt, okay, irgendwas Boho-mäßiges, aber da fiel mir ein, man kann doch auch solche Häschen nehmen. Die fand ich ganz niedlich, kosten 1 Euro bei Teddy. Und im Grunde kann man wunderschön und ganz einfach sowas herzaubern. Man muss also, ohne irgendwie großartig zu basteln, kann man einfach...
so einen Serviettenhalter basteln. Und zur Not kann man dir auch noch sogar Eukalyptuszweige da reinstecken. Oder ein paar Blümchen. Just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Mittag, heute sehr spät, es ist schon 15 Uhr. Ich habe einmal Wildfleisch angebraten in diese. Ich finde diese Pfanne richtig genial. Ne? So eine kleine. Leider gibt es dazu keinen Deckel. Zumindest habe ich keinen gefunden. Die Pilzpfanne. Ups. Die Pilzpfanne ist auch schon fertig mit ein paar Kräutern, Zwiebeln, Knobi. Genau, meine Suppe muss ich nur noch einmal aufwärmen und dann können wir auch gleich essen. Puh. Wieso ist der Herd so laut? Ja, weiß ich auch nicht. Also der wird ja gerade mit Solar betrieben jetzt. Ne? Wir haben heute so schön Sonne. Deswegen ist der so laut. Deswegen ist er so laut. Ja, genau. Ah. Nein, das ist sowieso grundsätzlich ein bisschen lauter, ne? Aber wie gesagt, wir können dann gleich essen. Leo versucht gerade, uns irgendwie was zu sagen. Also er versucht gerade, Adrian irgendwas mitzuteilen, was Adrian machen soll. Quiekt zwischendurch, legt sich wieder vor ihm hin, will dann wieder irgendwas. Was ist Leo? Dann legt er sich wieder hin, dann macht er wieder... Ne? Ja. Die Kinder nehmen gerade oder wollen gerade für Ash ein Video aufnehmen und ja, also Leo Käse? Käse? Leo Käse? Doch nee, das ist irgendwie, keine Ahnung. Naja, jedenfalls. Leo Käse. Das heißt wohl ja. Was war denn das für ein Bellen eben? Das ist jetzt das normale Bellen. Vorher war irgendwie so ein kreischiges Bellen. Ja, ja. Das ist langsam dunkler. Ja, sehr, sehr. Okay. Jetzt werden hier die Kinder angegriffen. So. Ich habe gerade nochmal die Kommentare von euch gelesen. Vielen Dank nochmal. Viele haben geschrieben, dass Adrian so ein toller Baumeister ist. Weil wir sind hier gerade. Was macht ihr? Sammelt ihr alle Essen? Leo, jetzt reicht's. Leo. Ich weiß es nicht, jedenfalls, ja, einige haben geschrieben, dass das so toll ist, dass du das alles hier machst, auch Dörtchen sagte, dass du so handwerklich irgendwas, so, ihr Mann mag nicht so gerne, Samba. Ja, ja, also die, ja, der neue Vorratsraum, Vorratskammer mittlerweile auch schon, ne? Also da ist ja mehr für Vorrat als jetzt irgendwie das andere, ist wirklich sehr, sehr praktisch. Man muss echt nichts mehr lange suchen. Du gehst dahin, holst dir das vom Regalboden und dann ist fertig. Also der Platz ist optimal genutzt. Ist richtig gut. Man muss nicht mehr in die Schränke tauchen, gar nichts mehr. Und das ist echt schon ganz sinnvoll. Ja, jetzt will er irgendwas schon wieder. Hm? Leo, Foto? Sogar beide. Foto? Oh, komm, sogar drehst du. Leo, Rolle? Rolle? Rolle.
Leo, wie geht Rolle? Du kannst doch eine Rolle, oder? Das ist voll lustig. Platz. Das ist so lustig mit ihm. Rolle. Es dreht sich und gibt die Hände. Und bei dir ist hier irgendwie Gewitter im Kopf, ne? Ja, gerade eben ist irgendwie total so alles durcheinander irgendwie, ne? Leo, Käse? Käse? Wo ist der Käse? Zieht nicht mehr. Käse? Jetzt legt er sich hier so und tilt. Ja, genau. Ja, wisst ihr was? Ich hatte überlegt, eigentlich in den Citypark zu fahren, ne? Citypark? Citypark, Schnucki? Citypark? Nee. Aber wahrscheinlich dann eher morgen, ne? Weil ich brauche unbedingt was für meine Mutter. Ich wollte da zu Systeme reden. Mama. Mama, die Verrückten rufen dich. Geh mal hin da. Das gehört. Wieso schreit ihr denn? Ja, komm, dann geh mal gucken, was deine Jungs da so wollen. Fenster auf und Düsen machen, die Fresse dir sonst weg. Was sagt die Oma? Deo, kannst du erst fragen, was er gemacht hat. Hast du Deo gesprüht? Ja. Warum? Das stinkt, das ist Nivea-Deo oder sowas. Nee, ohne Banane. Das gute Deo versprühst du jetzt? Ja, ich würde dich nicht zulassen, jetzt kannst du Deo drinne. So, sieht man das besser, ne? Also, ich habe schon mal für uns Abendbrot soweit vorbereitet. Für meinen Schnucki gibt es auch einen Salat mit Eisberg, Gurke, Tomate, Paprika, Mozzarella, ein bisschen Wildfleisch. Dann habe ich wieder das Brot so lecker angebraten mit Käse. Und für mich gibt es auch ganz normal Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Kürbiskernöl und Olivenöl, ein paar Kräuter, Brot und hier koche ich noch mal ein paar Eier. Ich glaube, die sind auch schon fertig. Ich kann auch schon mal runter gleich. Aber genau, die Kinder sind unterwegs. Schnucki, ich muss mich jetzt wieder mal bei dir bedanken. Das ist Leo. Das leckere Abendbrot hier. Ja, ne? Abendbrot? Ne, doch, ist auch Brot dabei. Wie, ja? Am Salat. Mhm. Ich find's cool. Also, wir wollen gleich essen. Das ist auch schon kurz nach 6. Hast du auch direkt alles an Fleisch reingeschnitten, was ich heute Mittag nicht gegessen habe? Ist nur ein Stückchen Fleisch. Ich danke dir. Auf jeden Fall wollen wir gleich essen. Man hört es schon. Die sind da. Ich habe gerade gesagt, die sind da. Und Leo flitzt nach vorne und bellt. So, meine Lieben. Leo. Bei uns ist jetzt hier Feierabend. Die Kinder sind jetzt da. Ich dachte, ihr hattet einen Schlüssel. Auf jeden Fall wollen wir jetzt Abendbrot essen, unsere Serie gucken und kann ich doch auch weg, weil die habt doch auch einen Schlüssel. Ich würde sagen, Leo, ist ruhig. So laut hier. Was habt ihr? Tiefkühl? In welches Tiefkühl? Wir haben keinen Platz. Das war zu rechnen, wieder irgendwie haben. Habt ihr euch Platz? Jetzt ist alles wieder so ein bisschen ruhiger hier. Ja, ihr Lieben, also schon wieder ein Käfer, den ich jetzt kurz mal retten muss. Wartet mal. Hallo? Der rennt weg. Kannst du den Käferschnucki hier mal kurz... Käfer schon wieder. Kannst du mir schon die Tür aufmachen? Der wird mir wohl nicht beißen, ne? Wir haben hier laufend Käfer aus dem Holz. Ich muss ja immer wieder rausschmeißen. Die Kälte leider. Ja, ihr Lieben, also für uns gibt es jetzt unsere coole Serie, die wir fast zu Ende geguckt haben. Ist mega spannend, wirklich, also da ist irgendwie alles, wie gesagt, mit dabei, ne? Ich würde sagen, ich beende mal das Video jetzt hier, hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich muss mal sagen, wie diese coole Serie heißt. Ach so, ja, die heißt Banshee. B-A-N, schnucki dann, G. Erzählst du hier was von der coolen Serie? Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder gezeigt sogar. Weiß. Oh, was für ein schöner Hintergrund. Oh, das lassen wir jetzt so. Ja, genau. Ja, das. Diese hier ist das. Die ist cool. Ist zwar ab 18, aber ist richtig mega. Das sagt die, Nachtrag, die immer die Augen zumacht und sich unter der Decke versteckt, wenn weil es, da so viel Blut spritzt und Gedärme fliegen. Wenn es mir zu spannend ist oder so, dann tatsächlich. Also so muss ich teilweise die Decke. Dann. Nein, also ist nur aber an sich, mal. Wie gesagt, schon ein bisschen brutal, was da so abgeht. Ne? Aber die ist von der Geschichte her echt interessant. Da ist auch Liebesgeschichte mit dabei. Und oh, genau, also an sich ist da echt viel Blut. Ne?
Na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.